Obdachlose haben oft keine Möglichkeit. Diese Aufnahmen zeigen die Tat. Das ist Ihre Sache, nicht meine. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden. Und der Bund wird alles in seiner Macht Stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen. Liebes Deutschland, wir sind nicht im Einklang. Viele Eindrücke, die ich einfang. Merkel nie für Staatsbürger Einstand. Doch sagt mir Immigranten ins Land. Ohne Kontrolle schleusen sie unerkannt Täter in die Bundesrepublik Deutschland. Wir sind es leid und nicht ignorant. Merkel, deine Lügen sind penetrant. Der Anschlag in Berlin wäre nie passiert. Hätten Ämter reagiert, weil der Täter war zuvor im Visier. Was muss noch passieren? Ein toter Mensch wird nicht lebendig. Und der Hass wächst eigenständig. Wir dürfen nicht wegsehen, müssen rausgehen und gemeinsam fürs Land aufstehen. Liebes Deutschland, wir sind nicht im Einklang, weil die Politik gibt uns keinen Dank, weil sie auf unsere Kosten mehr Steuergelder eintankt. Wir schaffen das. Für dich ist ein Schicksal nichts wert, hast uns schon entehrt. Merkel, wie kannst du nur schlafen gehen, wenn so viele auf der Straße leben? Liebes Deutschland, ich hab einen Einwand, Politik ist wie Leinwand, knallt wie Weinbrand. Prostitution auf den Steindamm, wie das sein kann, Polizei diese Frauen nicht befreien kann. Flüchtlinge sollte man aufnehmen, die es nicht sind, raus aus dem System, damit Frauen wieder gerne rausgehen. Weil Verbrechen erwecken erst Aufsehen, wenn die Opfer dabei draufgehen. Asylanten sich als Opfer ausgeben, sie denken, Frauen sind hier freiwillig, folgen einem falschen Leitbild. Und die Richter verurteilen zu mild. Wir dürfen nicht wegsehen, müssen rausgehen und gemeinsam fürs Land aufstehen. Liebes Deutschland, wir sind nicht im Einklang, weil die Politik gibt uns keinen Dank, weil sie auf unsere Kosten mehr Steuergelder eintankt. Wir schaffen das. Für dich ist ein Schicksal nichts wert, hast uns schon entehrt. Merkel, wie kannst du nur schlafen gehen, wenn so viele auf der Straße leben? Liebes Deutschland, Mensch ist Mensch, diese Werte teile ich. Ob ihr das versteht, bezweifle ich. Jeder darf das glauben, was er will, solange der Glaube keinen anderen killt. Einigkeit, Recht und Frieden sind nur Worte geblieben. Armes Deutschland 2017. Liebes Deutschland, wir sind nicht im Einklang, weil die Politik gibt uns keinen Dank, weil sie auf unsere Kosten mehr Steuergelder eintankt. Für dich ist ein Schicksal nichts wert, hast uns schon entehrt. Merkel, wie kannst du nur schlafen gehen, wenn so viele auf der Straße leben? Liebes Deutschland, wir sind nicht im Einklang, weil die Politik gibt uns keinen Dank, weil sie auf unsere Kosten mehr Steuergelder eintankt. Für dich ist ein Schicksal nichts wert, hast uns schon entehrt. Merkel,